Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Battle Fest unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Mythic Plus Kisten Opening machen. Und zwar war ich letzte Woche wieder fleißig, hab wieder einen 15er Key gelaufen und dementsprechend kriegen wir hoffentlich heute ein richtig, richtig gutes Corruption Gear raus. Ich war ja die letzten Wochen eher weniger mit Glück gesegnet und ich hoffe, jetzt kriege ich irgendwas Gutes. Was haben wir das? Hände, bitte. Ach, Vielseitigkeit. Warum? Warum kriege ich denn immer so einen Kack? Ich will nur einen Dreier Zwillich zur Wüstung haben. Oder vielleicht Echoing Void. Oder. Ja, Infinite Stars wäre auch ganz gut, aber ich krieg's leider nicht. Gut, wir können jetzt noch die PvP-Kiste gucken, tatsächlich. Die hatte ich. Also, Arena habe ich letzte Woche nicht gespielt, aber ich glaube, ich habe sie durch ja, Open PvP fertig gekriegt. Also, ist wahrscheinlich irgendein Low-Item drin. Wahrscheinlich rollt das wieder mit einem guten Stat. Schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Hände. Was haben wir denn? Die Tentakel, ja gut. Das ist im PvP gar nicht so schlecht, aber hier haben wir jetzt einen 445er Item, auch nur einen loweren Roll drauf, von dem her ist es jetzt auch nicht so gut. Hier das mit der Vielseitigkeit, weiß ich nicht, vielleicht kann ich das mal irgendwo defensiv einsetzen. Mehr Vielseitigkeit zu haben ist ja als Tank jetzt auch nicht gerade schlecht, wenn man dementsprechend ein bisschen defensiv gehen will. Offensiv bringt es mir leider fast gar nichts, da brauche ich die vorhin genannten Fähigkeiten bzw. Traits. Gut, ja, schade, leider wieder nichts Geiles rausgezogen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.